Der jetzige Fall beginnt für Kriminaloberkommissar Linus Haye und Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer mit einem halbnackten Mann. Wir brauchen einmal Verstärkung in die Futterstraße, Höhe dem Spielplatz. Hier ist eine verletzte Person. Die Kollegen vom RTW wurden schon alarmiert. Und ja, wir nehmen gerade die Erstversorgung schon mal vor. Frau Mann, was die haben? Egon von 3216. Egon hört. Wir wären mehr oder weniger ziemlich dicht dabei und könnten da mal hinfahren. Alles klar, macht das. Ich hab das hier notiert. Eine Spaziergängerin hat den Notruf abgegeben, weil sie einen halbnackten Mann für einen Exhibitionisten hielt. Allerdings ist er offenbar selbst zum Opfer zweier Rugbyspieler geworden. Hallo. Ja, Kollegen, ja, was ist los hier? Was ist los hier? So, sie kommt zu uns, sagt, hier ist ein Pädophiler, wir müssen mir helfen. Pädophiler? Sind wir hingegangen? Gucken Sie doch mal, wie der rumläuft hier. Liegt hier nackt auf dem Spielplatz. Habe ich den halt hier nackt zusammengeschlagen worden? Der ist bewusstlos. Es muss und sie fällt uns hinter ihren Rücken hier. Was ist das für eine Scheiße? Ey, pass auf, wie du redest. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Sind beide erstmal festgenommen und gehen an die Wache. Da fragen wir können das hier nicht regeln. Alles klar. Gut. Warum gehen wir denn jetzt an die Wache? Nimmt auch den lieber mit. Beide Männer müssen sich für die Körperverletzung verantworten. Von der Schwester des Verletzten erfährt Klaus Schäfer, dass sie im Park verabredet waren. Linus Haye erhofft sich von der Melderin Auskünfte über den Tathergang. Jetzt sagen Sie mir noch mal eben bitte, damit ich das auch verstehe, welche Rolle spielen Sie jetzt hier? Also ich war mit meiner Tochter hier auf dem Spielplatz. Okay. Und dann habe ich halt diesen Perversen gesehen, der scheinbar nackt drunter war. Und dann habe ich mir halt irgendwie was Schlechtes dabei gedacht und habe die Polizei verständigt. Ja. Und weil es alles so lange gedauert hat, habe ich halt die zwei Rugby-Spieler dazu gerufen und die sind halt direkt auf den losgegangen. Und das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur, dass er halt vom Spielplatz ferngehalten wird. Jetzt weiß ich nicht, jetzt habe ich auch ein schlechtes Gewissen, weil... Sie haben ja erstmal soweit alles richtig gemacht. Sie haben Hilfe geholt, dass sie jetzt ein bisschen überreagiert haben. Das ist ja nicht ihr Problem. Mhm. Wenn ich als Passant auf eine Straftat aufmerksam werde und dann auch helfe, ist das schon mal hervorragend. Diese Hilfe sollte natürlich nicht eskalieren. Wir sind ja nicht in einem Staat mit Selbstjustiz, wir sind in einem Rechtsstaat. Das heißt, Hilfe ja, aber eben nicht übertreiben, so wie die beiden Herren es hier getan haben. Das geht gar nicht. Ich frage jetzt nur noch mal, dieser Typ mit dem Mantel, Exi-mäßig oder weil er ja nicht so viel anhat? Also nicht so, also ich habe schon gesehen, ne, dass er keine Hose anhatte und ich habe mir halt viel dabei gedacht. Ne? Also die Fantasie hat da schon eine große Rolle gespielt. Ja, aber der ist jetzt nicht mit auf dem Mantel rumgelaufen. Das, ah, nicht, das wollte ich, ne, wissen. Wunderbar. Kann okay überhaupt nicht erklären, warum er nichts anhat. Was macht Ihr Bruder denn von Beruf? Er ist Dachdecker. Er ist Dachdecker. Ist er schon ausgelernt? Oder ist er, ist ausgelernt und arbeitet auch schon geraume Zeit und in seinem wohnt Betrieb. Wo? Er wohnt hier um die Ecke in der Fleckallee dahin. Okay. Müsste er denn normalerweise jetzt arbeiten? Nein, er hatte heute Morgen schon Schicht. Ja. Hat mich angerufen, dass wir uns treffen. Ja. Ich bin auch sofort, habe mich auf den Weg gemacht. Er war in der letzten Zeit schon immer so. Gehen Sie mit, so Noch bevor die Kriminalisten weitere Ermittlungen einleiten können, erhalten sie von der Leitstelle eine Fahndung nach einem Ladendieb. Die Beschreibung des Gesuchten ähnelt dem halbnackten Mann. Egon von 3216, die Beschreibung bitte nochmal. Mittelgroß, ca. 1,72 groß, mittelblonde, kurze Haare, Trenchcoat an. Also wenn das kein Zufall ist, also die Person, die wir hier auf dem Spielplatz zusammengeschlagen getroffen haben oder angetroffen haben, die passt auf die Beschreibung aber sowas von, nämlich 1:1. Aber der sitzt jetzt im RTW, wird ins Klinikum verbracht, weil er ist nicht ansprechbar. Hat er auch nichts an? Eben. Egon 3216 für Egon. Das ist so, dass die Verkäuferin mit dem Überwachungsvideo direkt in die Wache kommt. Da könnte man das noch mal überprüfen. Ja, das ist gut. Von den Sanitätern haben die Kriminalisten erfahren, dass der Verletzte etliche Kratzer am Körper aufwies. Und die stammen nicht von der Körperverletzung durch die beiden Rugbyspieler. Die Beamten wollen klären, was dem Mann zugestoßen ist. Die Sichtung des Videomaterials und eine Befragung der Boutiqueverkäuferin sollen Klarheit bringen. Ja, genau. Ja, genau, da ist er. Das ist er? Das ist er, ja, das ist er hier vorne. Okay. Sind recht unauffällig eigentlich, auch so ganz ruhig vom Verhalten, ne? Fand ich das so.
Naja, wenn ich das so richtig sehe, er guckt ja nicht mal nach den Größen, er schnappt sich einfach ein ganzes Bündel und verschwindet. Wir haben ja auch in der Kabine einen kleinen Spiegel. Manche kommen auch nicht so gerne raus und gucken sich das draußen an, ne? Und sind deswegen länger ein bisschen jetzt drin. Jetzt geht er wieder. Legt ja zumindest Sachen weg. Ja, aber deutlich weniger, als er mit reingegangen. Ja, aber durch den Mantel, sehen Sie, er hatte den Mantel. Haben Sie keine Sicherheitssysteme, dass irgendwas piept an den Etiketten? Nein, das können wir uns nicht leisten. Wir sind eine ganz kleine Geschäftsstelle, also... Kannst du mir den Stick mal geben? Ja, immer rüber. Ja, das ist natürlich schlecht. Also Ihre Aussage, den Stick behalten wir hier, das ist okay. Und die Anzeige wird jetzt aufgenommen. Frau Helmich, dann würde ich sagen, wir sind für erstmal entlassen. Und wenn, melden wir uns bei Ihnen. Ja, okay. Ist okay? Ja, danke prima. Schön. Dann den Weg runter kennen Sie? Ja, ich kenne ihn. Ja, prima. Einfach nur raus. Prima. Tschüss. Tschüss. Sieht, dass der Typ so dick bekleidet rausgeht und denkt sich nichts bei. Ein bisschen komisch. Ja, ich glaube sogar, dass sie das tatsächlich nicht gepeilt hat. Hast du gesehen, da laufen mehrere Leute im Laden rum. So, dann hat sie ja gesagt, es ist heute Morgen gewesen. Wann haben wir vorhin den Einsatz gehabt? Um 12.20 Uhr? So kommt er hin. Aber da hat er nichts mehr angehabt. Nee, also viel Zeit ist dazwischen nicht. Und er hatte richtige Verletzungen noch. Nicht die jetzt, die die Typen ihm zugeführt haben, sondern an den Beinen. Ja, irgend so ein Puzzleteil fehlt da noch. Nach einer ärztlichen Behandlung ist der Mann vernehmungsfähig. Die Kommissare wollen ihn im Beisein seiner Schwester zu dem Ladendiebstahl befragen. Ja. Wo waren Sie denn, bevor wir Sie auf dem Spielplatz angetroffen haben? Waren Sie irgendwo einkaufen, shoppen, irgendwas in der Art? Soll ich mal was zeigen? Ja, bitte. Dann zeige ich mal was. Ja, mach mal. Vielleicht erinnern Sie sich. Kennen Sie den? Ja. Also ich erkenne den wieder. Hat er noch keinen Verband um, hat auch eine Hose an. Ja, und was soll das? Was machst du da? Ja, gucken Sie mal weiter. Das wissen wir ja auch nicht, das fragen wir ja. So, jetzt kommen Sie raus. Da legen Sie einen Teil weg, gucken Sie mal, wie Sie aussehen. So, das heißt, Sie gehen mit 20 Teilen rein, kommen mit 5 wieder raus. Hast du die Sachen, hast du die gestohlen? Ja, ich wurde von meinem Arbeitskollegen gezwungen, die zu klauen. Wie kann das denn sein? Von welchen Arbeitskollegen denn? Ja, von Andreas Merkel und Erwin Stümmel. Ja, wie, die zwingen dich? Haben die ja, die haben mich gemobbt auf der Arbeit und... Ja, aber wieso erzählst du mir denn nichts? Also in diesem Fall konnte man richtig sehen, wie er gelitten hat, weil er war ja nicht in der Lage, ganze Sätze rauszubringen. Das war ja im Grunde alles immer sehr, sehr abgehakt. Ja, aber gibt es einen Grund, warum man sie mobben kann? Haben Sie den Grund geliefert? Der Verletzte gibt an, dass seine Kollegen ihn aus reiner Schadenfreude gemobbt hatten. Und sie haben auch keine Skrupel, Gewalt anzuwenden. Sind Sie schon mal geschlagen worden von denen? Haben Sie schon mal andere körperliche Auseinandersetzungen mit denen gehabt? Haben die schon gemacht? Mhm. Also die Bedrohungen sind ernst zu nehmen, sag ich mal so. Ernst zu nehmen. Haben Sie Verletzungen? Ich check die beiden mal ab. Ne? Ja. Streifenbeamte sollen die Kollegen des Verletzten zur Vernehmung auf die Wache bringen. Klaus Schäfer ermittelt, dass sich die Männer während des Diebstahls in der Boutique befanden. Warum ihr Opfer sich halbnackt im Park aufhielt, erklärt das aber noch nicht. Herr Putzmann, jetzt müssen Sie mal die Karten auf den Tisch legen. Sie sind im Laden gewesen und haben geklaut. Sie haben gesagt, Sie werden verprügelt. 20 Minuten später erwischen wir Sie im Park, wo Sie nur noch einen Mantel und eine Hose anhaben. Was ist passiert? Erzählen Sie es jetzt. Die haben mir die ganzen Klamotten, die ich ja geklaut habe, dann haben sie mir die runtergerissen. Im Park oder wo? Im Park, ja. Mhm. Und dann? Und dann haben sie gesagt, sind sie weggerannt und haben dann gesagt, ja, ich soll dann in Unterhose oder so dann nackt nach Hause gehen. Ja, aber warum? Warum? Waren die nicht zufrieden mit dem, was sie ihnen mitgebracht haben? Was die falschen Klamotten? Nee, das waren die falschen Klamotten gewesen. Ach, Sie haben die falschen Klamotten geklaut? Genau. Der Bereich Mobbing ist ein Bereich, der die Polizei immer mehr beschäftigt. Blöderweise gibt es in Deutschland in dem Sinne kein reines Mobbinggesetz, im Gegensatz zu manch anderen Ländern. Was viel schlimmer ist, die Dunkelziffer. Die wird exorbitant hoch sein, weil aus Scham, aus welchen Gründen auch immer, trauen sich sicherlich sehr, sehr viele Opfer nicht zur Polizei, wenn sie sich überhaupt wem anvertrauen. Für uns wäre es natürlich schön und wünschenswert, wenn man direkt zur Polizei geht und den kürzesten Weg sucht. So, Sie müssten sich aber irgendwann mal mit Ihrem Chef mal zusammensetzen und müssen Ihnen sagen, was das für Menschen sind, die Sie dort am Arbeitsplatz haben. Ja. Ja, mit denen kann er zukünftig nicht zusammenarbeiten. Richtig. So, deswegen gehen wir jetzt runter und unten in der Wache werden Sie jetzt die Anzeige unten aufnehmen. Die Kollegen des Verletzten haben sich wegen der Anstiftung zu dem Ladendiebstahl, Nötigung, Bedrohung und Körperverletzung strafbar gemacht.
Die beiden Tatverdächtigen halten ihre Aggressionen auch vor den Polizisten nicht zurück. Sind das die beiden? Ich hab auch gar keinen Bock auf die Scheiße. Ich will ihr Geld. Ich hab mir keinen Bock auf die Scheiße. Beruhigen Sie sich mal. Sie mal ganz ruhig. Beruhigen Sie sich mal. Was soll denn die Scheiße hier? Was soll das Aggressive? Was soll ich denn hier? Was soll das Aggressive? Weißt du, wegen dieser müssen wir hinkommen jetzt. Ich möchte jetzt hier raus. Was ist hier los? Wenn du Stress machst, kommst du in die Zelle. Zelle! Der renitente Mann bleibt bis zur Vernehmung in der Arrestzelle, um sich zu beruhigen. Die Befragung seines Kollegen soll Klaus Schäfer und Linus Haie Aufschluss über den Tathergang geben. Doch der Mann gibt sich unschuldig. Irgendwie war ja ihr Kumpel, der da jetzt bei uns unten ein Stockwerk tiefer eingezogen ist, nicht so gut auf den Herrn Putzmann zu sprechen. Ja, natürlich. Wir werden hier inzitiert. Wir waren heute die ganze Zeit, ich war zu Hause, ich hab Fernsehen geguckt und dann kommen sie auf einmal und dann denke ich mir, was wollen sie denn von mir? Den ganzen Tag haben sie Fernsehen geguckt. Zu Hause. Sie waren nicht irgendwie mal außer Haus? Ja, ich habe mir bestimmt mal einen Döner geholt, aber sonst war ich zu Hause. Döner. Genau, einen Döner. Wo kriegt man einen Döner im Dönerladen, oder? Richtig. Ja, so. Sonst waren sie nirgendwo? Sonst war ich nirgendwo. Können Sie sich vorstellen, dass wir andere Informationen haben? Ja, von wem denn? Woher denn? Es gibt so Kameras, die man auf, die was aufzeichnet, wenn sie irgendwo sind. Also ich wüsste nicht, dass im Dönerladen Kameras sind. Nee, da nicht. Genau. Da nicht. Aber woanders. Ich hab keine Ahnung. So, gucken Sie mal. Kennen Sie diesen Menschen da hinten, der die gleiche Jacke anhat wie Sie? Ach so. Das ist aber, ich nehm's doch weg, das gibt einen super Tipp jetzt. Das ist kein Dönerladen. Ja, ja, das sehe ich auch. Ja, ich war gut. Ein T-Shirt kaufen für meinen Neffen. Also es gibt Menschen, die lügen schlecht, es gibt welche, die lügen noch schlechter und es gibt ihn. Also das war wirklich jetzt keine Glanzleistung und das hat er dann irgendwann auch gemerkt. Ja, mein Gott, meine Fresse, ja, ey, dann war ich das halt. Ich hab den halt angestiftet, der soll hier ein paar Sachen klauen. Ich kann doch auch nichts dafür, dass er die falschen Klamotten klaut, verstehen Sie? Ja, der ist aber auch blöd, dass er die falschen Klamotten klaut. Ja, das ist doch nicht meine Schuld, verstehen Sie? Ich sag zu denen, der soll hier ein paar Sachen klauen, dann klaut er noch das Falsche. Gegen Sie werden wir jetzt eine Anzeige schreiben. Und dann geht das hier seinen normalen Gang. Ihren Arbeitsplatz können Sie auch vergessen. Weil welcher Chef wird sich schon mit einem Vorbestraften einlassen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Gedanken hätten Sie vorher machen müssen. Sie müssen sich jetzt keine Gedanken darüber machen. Jetzt ist der Zug abgefahren. Nee, da will ich vorher das ist Bedrohung. Ich sag dann auch gar nichts mehr. Ich will dann mit meinem Anwalt sprechen und dann hören Sie von mir gar nichts mehr. Ja, wir haben schon genug gehört von Ihnen. Ja, ich wollte sagen, den haben wir schon gehört. Ja. Ja, in diesem Fall werden die beiden Dachdecker werden bestraft. Sie haben gemeinsam angestiftet, sie haben gemeinsam ihn im Grunde genommen dazu gezwungen, was zu stehlen. Also die Anzeige wird etwas umfangreicher werden und dafür müssen sie sich vor Gericht verantworten. Wollen wir seinem Kumpel, der unten jetzt alleine wohnt, noch mal einen neuen Nachbarn zuweisen? Dann der kriegt die Nachbarzelle, ja. So, wunderbar. Ja. Die Kollegen des Verletzten erhalten eine Freiheitsstrafe. Aufgrund der Ermittlungen der Kommissare ist bewiesen, dass es sich bei ihrem Mobbingopfer nicht um einen Exhibitionisten handelt. Dennoch muss sich der Mann wegen des Ladendiebstahls verantworten.